Hallo Leute und willkommen zu der wahrscheinlich epischsten Schlacht, die ich jemals in Rouge gesehen habe. Die hat mir General Pilofas vor einem Monat oder so geschickt. Falls du das Video anguckst, danke dafür. Und ich bin nie dazu gekommen, das anzugucken oder ja, das erkläre ich später nochmal. Aber auf jeden Fall, die Schlacht war richtig geil und die werden wir uns jetzt mal angucken. Die geht insgesamt eine Stunde, allerdings werde ich wie gewohnt vorspulen. Und was auch noch eine Besonderheit ist, die ist vom KSK-Clan erspielt. Viele von euch werden den wahrscheinlich kennen. Ich habe auch schon gegen die gespielt und ich sag euch, die sind echt heftig. Deswegen könnt ihr euch schon mal auf dieses Gefecht hier freuen. Und ja, jetzt, warum bin ich in den letzten paar Tagen nicht dazu gekommen, ein Video zu machen? Ja, ich hatte einfach keine Zeit, ja, wenn ihr jetzt gewundert. Ich hatte privat einiges zu tun. Und jetzt bin ich zum ersten Mal seit. Ist die Geschwindigkeit auf halb? Naja, zum ersten Mal seit, keine Ahnung, einer Woche bin ich wieder dazu gekommen, ein Video zu machen. Entweder hatte ich Besuch oder eine Freundin war da oder sonst irgendwas. Deswegen bin ich nicht dazu gekommen. Und allgemein hatte ich in letzter Zeit ziemlich viel zu tun wegen der Schule, weswegen ich auch nie dazu gekommen bin, die Replays von General Pilofas anzugucken. Aber hätte ich doch tun sollen. Es sind spannende Schlachten dabei. Aber ich würde mal sagen, jetzt fangen wir mal an mit Replay-bezogenem Gelaber, Geschwätz. Schwäbische Wort für Gelaber. Also, was gibt's zu sagen? Sie haben, wie jeder wahrscheinlich am Anfang, erstmal die Nachschubdepots gebaut. Und hier der Amis, oder? Ja, genau, der Ami, der spammt erstmal Willis für 5 Dollar, weil ist ja logisch, man sollte immer wissen, was der Gegner tut. Während der Japse schon von Anfang an versucht, die Lufthoheit zu erhalten. Und schickt auch gleich einen unbewaffneten Luftaufklärer, also halt einen Luftaufklärer in die feindliche Base, um zu gucken, was er da macht. Es ist auch immer grundsätzlich auf diesem Map ist es so, dass der, wo hier ist, der geht immer auf Luftwaffe. Das bedeutet, wenn man da ein paar Zeros reinjagt, ist das eigentlich das Beste, was man tun kann. Weil die sind schön billig, hauen ordentlich rein und halten den Gegner mal da hinten. Weil, wenn der jetzt lauter Jagdbomber baut, dann kann der schon ziemlich nerven. Glaubt mir, ich habe da meine Erfahrungen gemacht. Und, ja, ich kann euch auch noch so viel verraten, es wird in einem Gespäme ausarten. So ein Gespäme habt ihr noch nie gesehen. Wenn ihr später die Einnahmen seht, die werde ich euch auch noch zeigen. Das war ja heftig. Auf jeden Fall, jetzt machen wir weiter. Hier, Japsi geht wieder übel auf Luftwaffe, also immer noch. Er wird das ganze Gefecht über auf Luftwaffe gehen. Ich glaube, der macht nichts anderes. Während er hier, ist ziemlich interessant. Ich kann euch so viel sagen, in den nächsten 10 Minuten wird er nicht mehr baulen, wie diese zwei Sturmgrenadier-Einheiten, diesen unbewaffneten Aufklärer und diesen King-Tiger. Das hat mich auch ziemlich gewundert. Ich so, hey, wo sind seine Einheiten? Aber ihr seht später schon, wofür er sein Geld ausgegeben hat. Hier der Ami, der baut Priest, weil er gesehen hat, der Gegner hat fast nur leicht gepanzerte Einheiten. Und da ist Panzerartillerie eigentlich das Beste dagegen. Es hätte ja auch sein können, dass er gegen Artillerie baut. Und Artillerie ist gegen Artillerie halt anfällig. Aber Panzerartillerie ist nicht gegen normale Artillerie anfällig. Anfällig. Dazu hat er ziemlich viel Unterstützung von, ich sag jetzt mal, dem Japsen bekommen. Falls jemand von euch dreien das Video anguckt, tut mir leid, dass ich eure Namen jetzt nicht richtig aussage. Ich sage einfach nur der Ami, der Deutsche, der Japse. Aber ihr habt auf jeden Fall gut gespielt, echt gute Schlacht. Auf jeden Fall, ja, das mit der Panzerartillerie, es funktioniert recht gut. Er hält die meisten Einheiten von sich weg und macht eigentlich alles kaputt, weil sind ja nur recht gepanzerte Einheiten. Der Panzeraufklärer, das verstehe ich nicht, warum er da drauf geschossen hat. Ich hätte lieber in die Stadt reingeschossen. Und das finde ich auch genial, das habe ich vorher angeguckt. Sie haben hier eiskalt ein Unterquartier hingebaut und haben es getarnt und haben das ja alles eingenommen. Der Gegner hat das gar nicht mitbekommen. Wenn wir jetzt mal auf die Sicht vom Gegner gehen, der sieht nur, dass da ein Ding weg ist. Aber ich glaube, das fällt keinem auf, dass man da ein Unterquartier hingebaut hat. Auf jeden Fall, das war nicht schlecht. Hier, sie bauen immer weiter Priests und der Japse fliegt hier mit seinen Jagdfliegern rüber, um die Panzerabwehr zu zerstören, damit hier diese Shermans, die er gebaut hat, ein bisschen was machen können. Weil wenn der ja hier Panzerabwehr stehen hat, dann bringen ihm die Shermans nichts. Und es ist immer sehr gefährlich, wenn der Gegner eine Basis mitten in eure Base eingenommen hat. Also jetzt eine Kaserne oder so. Deswegen macht er das einzig Richtige, er zerstört sie so schnell wie möglich. Da jetzt nicht, da hat er sich noch ein bisschen zurückgezogen, habe ich ja logisch, das ist ja Artillerie, die kann nur ab, keine Ahnung, wie viele Meter sind, sagen wir mal 50 Meter schießen, weil die gewissen Radius braucht, weil ihr müsst überlegen, das Ding kann ja nicht 1 Meter Feuer auf seinen Boden schießen. Auf jeden Fall, da hat ein Gegner kapituliert und zwar war das dieser Gegner, was dafür gesorgt hat, dass jetzt der Deutsche, das ist der hier,
an beiden Fronten kämpfen muss. Das bedeutet, dass er sich doppelt so viel konzentrieren muss und die ganze Zeit gucken, ja, was mache ich jetzt hier und ja, was mache ich jetzt hier. Das hat dafür gesorgt, dass der hier seine Ruhe hatte und ihr seht schon, er baut Admins ohne Ende. Seht ihr hier, die sind alle von Vince, spricht man es aus? Ja, ich hoffe es. Hier die ganzen Admins und wenn man überlegt, nach 12 Minuten, da fange ich vielleicht mal mit dem ersten Admin an. Und die haben hier jetzt schon jeder mindestens 5 und bauen immer weiter. Ist jetzt da unten auch immer Verwaltungsgebäude gebaut. Hier, da macht er die ganzen Nachschubdepots weg. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Taktik, die Dinger zu tarnen. Muss ich auch mal machen. Und ja, der Gegner kommt hier jetzt nicht mehr durch. Also der hat da jetzt hier einen Greyhound und ein paar Shermans gebaut und Artillerie. Da kommt der Gegner jetzt eigentlich nicht mehr so leicht durch. Das bedeutet, wir konzentrieren uns jetzt mal auf eine andere Front und zwar die hier oben. Hier ist eigentlich auch ganz, ich sag mal, gechillt. Die können einfach mit ihren Infanterieeinheiten durch. Und da sie die absolute Luftüberlegenheit haben, steht ihnen da nichts im Weg. Vielleicht ein paar Luftabwehreinheiten, aber die reichen niemals auf, um ganzen Lufteinheiten von ihm aufzuhalten. Aber man muss dazu sagen, man weiß nicht, was der Gegner vorhat, weil ihr seht, sie sind immer noch in diesem kleinen Radius hier drin. Das ist ja auf D-Day teilweise sehr gefährlich, wenn man in diesem kleinen Radius drin steht. Weil da können die Gegner sehr, sehr viel Admins bauen oder zum Beispiel, ich hatte schon oft, dass die hier alles voll gespammt haben. Und da kann sein, da kommen da auf einmal 200 Jagdbomber. Wenn ihr das Video Materialschlacht gesehen habt, wisst ihr, was ich meine. Ich glaube, es waren sogar 300. Auf jeden Fall, ich denke mal, er hat da sein Funkfeuer hingesetzt, so auf die Art, hier mach mal was dagegen, weil der hat hier ja Nachschubdepots gebaut und Einheiten im Wald ohne Ende. Das ist natürlich nie von Vorteil. Hier drüben, da fliegen sie ein bisschen über die Base und halten den halt, ja, sagen wir mal, in der Base drin. Haben sie jetzt hier schon angefangen? Nee, haben sie noch nicht. Ich würde mal sagen, gehen wir mal auf ein bisschen höhere Geschwindigkeit. Es passiert eigentlich nichts Interessantes. Sie bauen halt Admins ohne Ende. Nein, sie spammen Admins ohne Ende. Der in der Mitte, also der Japs, spammt Luftwaffe ohne Ende. Und der Ami, der spammt halt jede Basis mal und taggt wahrscheinlich alles. Aber sonst macht er eigentlich nicht viel. Es baut ein paar Panzerabwehreinheiten, weil er sieht, dass die Panzerarmee da vorne vorrückt. Der hier, der hat jetzt... verdammt, das habe ich jetzt übersehen. Egal, hier hatte er einen Tiger stehen und der Gegner... Der hatte auch Tiger und diese Flak 88mm, ihr kennt es bestimmt, diese Panzer- und Luftabwehreinheiten. Und was ist natürlich das Einzige, also das eigentlich das Intelligenteste, was man tun kann, genau, Wurframen bauen. Und mit den Wurframen dann diese jeweils 40 Dollar Flak 88 Einheiten weghauen. Weil das ist dann ein sehr, sehr großer Schaden, sage ich mal. Das Ganze geschützt mit Tigern. Und der Gegner baut dagegen halt Mörser. Bloß machen die Mörser nicht allzu viel Schaden. Vor allem nicht gegen King-Tiger, da machen die eigentlich gar keinen Schaden. Und ja, hier, da ist immer noch so ein Hin und Her, ja. Der eine rennt in die Panzerabwehr rein, der andere rennt in die feindlichen Panzer rein. Ja, hier kriegt er ziemlich auf die Fresse von der Artillerie. Hat sie kurz aus der Stadt rausgeworfen, aber naja. Ja, hier seht ihr es mal, seine Luftwaffe, wie mächtig die ist. Ihr habt es vielleicht gerade eben gesehen, das waren gerade eben noch 20 Einheiten, jetzt sind es noch 9. Okay. Hier hält er sich einfach da, der Gegner schießt jetzt halt mit Artillerie ohne Ende drauf und die Strategie, die er hat, die ist genial. Er spammt jetzt Mörser ohne Ende. Ich glaube, der hat 3 Basen und jetzt schießt er auf einmal mit allen Mörsern zurück und löscht in der ersten Salve schon mal einen Mörser aus, bringt ein paar zum Fliehen und in der zweiten und in der dritten macht er, glaube ich, der Rest kaputt. Das war teuer, ich sag's euch. Mal kurz 300 Dollar oder so weg. Währenddessen fliegt er mit seinen Zeros da hinten rum, macht diese Mörser hier sichtbar und bäm, alle weg. Weil so Mörser sind teuer. Das Problem ist, der Gegner hat jede Menge Luftabwehr und seine Einheiten sind im Meer gelandet. Und naja. Widmen wir uns wieder hierher. Da steht der Gegner auch wieder in Überzahl, aber ihr seht, er sammelt einfach seine Jagdbomber, seine Suicides heißen die, oder ja. Suicides und bäm, einmal drüber, Hälfte weg. Allerdings kann er das auch nicht immer tun, also die müssen sich trotzdem halten. Also, die Taktik war wahrscheinlich auf die Art, ja, wir halten das, der kümmert sich drum. Spam nebenher, Admins ohne Ende. Und wenn ich sage Admins Spam, dann meine ich Admins Spam und das ist noch harmlos, das war später komplett heftig. Ja, hier hat der Japse Hatos gebaut. Das sind diese schweren Panzerartillerieeinheiten der Japsen. Und jeder, der jemals mit mir Rouge gespielt hat, während das mit mir in einer Skype-Konfi war, der weiß es. Ich hasse diese Einheit. Aber darüber will ich jetzt nicht ragen. Ich glaube, das habe ich schon in 2, 3 Videos getan. Auf jeden Fall, die ist recht effektiv gegen Panzer. Was irgendwie das komplette Gleichgewicht vom Spiel zerstört. Aber naja, deswegen war das eigentlich optimal, um ihn da aufzuhalten. Die Sturmtiger sind nicht annähernd so effektiv wie die hier.
Und ja, sie können natürlich mit den Mörsern, die sie hier gebaut haben, die Basis hier zerstören. Allerdings ist die jetzt getarnt. Hier kommt der Gegner wieder mit 88 mm. Allerdings haben die ja immer noch ihre Artillerie da stehen. Das bedeutet, es bringt ihnen auch nichts. Hier links seht ihr, wie die Luftwaffe wieder durchfliegt. Ich glaube, unten die Luftwaffe, der ziemlich aufs Maul bekommen, weil wenn man überlegt, was der Gegner da rauspumpt an Panzerabwehr und alles, dass er so lang das überlebt hat. Ey, ich sag's dir, wenn du mir noch eine Nachricht schreibst, ich block dich. Du wirst das Video eh nicht sehen, aber egal. So, machen wir mal wieder auf 10-fache Geschwindigkeit. Hier ging es dann auch die ganze Zeit so hin und her mit den Hartos auf seinen Einheiten. Der rückt einmal vor, aber er verteidigt eigentlich nur. Hier immer wieder dasselbe, Luftwaffe rein, halbe Armee weg und er pumpt immer wieder nach. Ich frage mich, warum er so wenig Luftabwehr gepumpt hat. Ja, dann fängt es hier jetzt langsam an mit den Flugfeldern, wo ein Flugfeld nach dem nächsten baut. Hier ist eigentlich alles voll gepflastert mit Admins. Sie bauen auch selber jetzt Luftabwehr, weil sie doch vielleicht Angst hatten von Thunfisch, dass der hier noch, keine Ahnung, mit wie vielen Einheiten kommt. Auf jeden Fall, hier hatten die mehr als genug Jagdbomber und ich finde, es sieht einfach richtig geil aus. Warten sie wahrscheinlich, bis sie einen Rouge übrig haben, hauen da irgendwie Spion drauf oder sowas. Ich weiß nicht mehr. Er hätte auch einfach den Aufklärer davor schicken können. Und das Funkfeuer soll wahrscheinlich, hat er wahrscheinlich auch gemeint, ja, hier, hilf mir mal, sonst kriege ich auf die Fresse. Und, ja, er hat ihm geholfen. Ja. Ihr seht das ja, er ist eigentlich hauptsächlich auf Luftabwehr. Warum, weiß ich jetzt gar nicht, weil der Gegner eigentlich so, Gegner hat eigentlich fast nichts mehr. Allerdings hat er viel zu wenig Pershings, die viel, viel mehr Panzerzerstörer oder so bauen sollen, weil der Gegner kommt ja auch mit gepanzerten Einheiten. Wäre es recht sinnvoll gewesen. Aber ich denke, die wussten schon, was sie getan haben. Vor allem hatten die ja mehr als genug Jagdbomben, das bedeutet, notfalls hätten die da, hätte er einmal seine komplette Luftwaffe da reingeschickt und dann wären die weg gewesen. Hier, das war wahrscheinlich, was war es? Ja, auf jeden Fall, die mussten den auslöschen, nicht, dass der hier noch alles aufdeckt. Ja, hier sammelt er alle seine Jagdbomber und ich nehme an, dass die Armee hier keine 10 Sekunden mehr leben wird. Und zack, mal kurz auf die Hälfte weggeschrumpft. Und die andere Hälfte flieht. Währenddessen hat der hier Pershings gebaut ohne Ende. Ich weiß noch nicht mehr, wann er da durchrusht, aber ich glaube demnächst. Jetzt gucken wir mal, wie es da vorne läuft. Hier vorne passiert eigentlich nichts. Der Gegner hat hier wahrscheinlich eine Abwehr aufgebaut, wo sie jetzt nicht durch konnten. Er hätte es wahrscheinlich können mit der Luftwaffe, aber ich glaube, der hat ja alles mit Luftabwehr zugepflastert, so wie es vorher aussah. Ja, da seht ihr es. Okay, es ist jetzt nur eine Einheit, aber ich denke, da stehen noch mehr. Ja, so wie vorher, Panzerartillerie rein und einfach genügend Luftabwehr und Panzer haben. Hier kommt dann die feindliche Luftwaffe, nur hatten die ein paar viele Zeros in der Luft. Und ich finde Zeros, seit ich das Video gesehen habe, Zeros sind eigentlich die effektivste Luftabwehr. Die kosten $20 und können jedes Flugzeug aufhalten. Ja, das werde ich auch öfters gefragt. Lohnt sich der Japaner DLC? Darüber kann ich vielleicht mal ein extra Video machen, aber zusammengefasst. Wenn ihr dieses Spiel viel spielt, dann auf jeden Fall ja, weil es Abwechslung reinbringt. Und vor allem für mich, weil ich keine Replays, dazu komme ich gleich, keine Replays sonst angucken kann. Also wenn mir einen Replay zuschickt, wo ein Japaner spielt, kann ich das nur angucken mit dem Japaner DLC. Ihr seht hier alles zugepflastert mit Admins. Jede Straße zugepflastert mit Admins oder mit Flugfeldern. Die haben so viel Geld bekommen. Die haben später eine ziemlich geile Taktik angewandt. Ja, hier, jetzt spammen sie da rein. Wieder die halbe Armee weg mit der Luftwaffe. Hier sind einfach mit Panzern durch. Ich glaube, das war dem dann egal, was da noch so stand. Demnächst sollten die hier auch ihre Offensive starten. Ja, er spammt jetzt noch ein paar King Tiger, weil ihnen die feindliche Artillerie wahrscheinlich langsam aber sich immer aufregt. Weiß noch nicht, wann sie genau angreifen. Ja, der Thunfisch, der da hinten hat, kapituliert, weil er wahrscheinlich festgestellt hat, ja, scheiße, darauf habe ich keinen Bock. Handy auf zu vibrieren. Auf jeden Fall, hier machen sie die ganze Basis kaputt. Bedeutet, sie sind links durchgebrochen und es ist natürlich das Todesurteil für den Gegner, weil der Gegner hier jetzt keine Abwehr mehr hat. Also wenn ihr schon mal als diesen hier gespielt habt, wisst ihr, ihr baut ja eigentlich keine Abwehr, weil darum soll sich der kümmern. Auf jeden Fall hier, das ist eine ziemlich geile Taktik, die bauen einfach Lufttransporter ohne Ende. Und wenn die Lufttransporter abstürzen, dann fliegen sie da rein. Und wenn sie landen, ist ja klar, dann können sie hier alles einnehmen. Und hier hat er einfach einen Bunker gebaut und mit dem Bunker hat er kurz mal jede Art von Gebäude kaputt gemacht. Hier die 3-4 Admins, was es war, und die Prototypenbasis. Hier rückt er mit seiner Monster-Armee, ihr müsst überlegen, die hat wahrscheinlich 20.000, also 20k Geld übrig. Mit seiner Armee aus Greyhounds, Luftabwehr und Pershings dadurch. Ja, hier bauen sie jede Menge, was waren es denn, Luftransporteinheiten.
Wir haben die wahrscheinlich dahin gesetzt, damit sie so in Wellen angreifen, dass sie, wenn sie abstürzen, auch schön reinfliegen. Oder, ja, es wird schon seine Gründe haben. Ich jetzt genau weiß ich auch nicht. So gut kenne ich mich auch noch nicht mit dem Spiel aus. Hier, ihr seht gleich immer alles zupflaster mit Admins. Ich weiß zwar nicht, ob die erwartet haben, dass das Gefecht noch ewig lang dauert, aber ich hätte da jetzt eher Einheiten ohne Ende rausgehauen, weil, ja, die Admins haben sich wahrscheinlich gar nicht mehr gelohnt. Hier, jetzt sind sie in der Mitte durchgebrochen. Hier brechen sie demnächst mal wahrscheinlich durch. Die warten jetzt, bis die hier alle fertig sind, damit er einmal die Luftwaffe da durchschicken kann, damit es nicht dazu führen kann, dass, das wäre nämlich ziemlich fatal, wenn die Gegner die aufhalten und dann da durchmarschieren. Das wäre, glaube ich, nicht so toll gewesen. Hier sicherheitshalber, weil das machen die Gegner gern, haben sie jede Menge Luftabwehr aufgestellt, weil der Gegner sammelt gern hier seine ganze Luftstreit macht und dann BÄM und ganze Base weg. So ging es mir schon öfters. Ja, hier rückt er mit seiner Panzerarmee durch. Ich kann euch sagen, also wir haben jetzt doppelte Geschwindigkeit, da wäre sie 10. Das kann echt lange dauern, bis eine Panzerarmee von da nach darüber gerückt ist. Aber naja. Auf jeden Fall sind die Admins hier jetzt alle Geschichte. Hier unten hat sich nicht viel geändert, aber ja. Hier hat sie auch keine Straßen mehr, wo man was bauen kann. Die haben wirklich jede Straße. Okay, die hätten sie noch zupflaschen können, aber ich glaube, es war zu nah an der Front. So, jetzt richten wir mal unser Augenmerk da hoch. Bis wann die denn hier angreifen? Boah. King Tiger, King Tiger, King Tiger. So. Ja, gucken wir das Ganze mal von hier an. In 10-fach Geschwindigkeit, der da oben rückt einfach weiter vor. Die hier sind da, um diese ganzen Admins dann noch zu zerstören. Und hier jetzt Lufttransporte. Nee, falls du dieses Video anguckst, so kann man seinen Lufttransport auch verwenden. Einfach so viele reinschicken, dass wenn die abstürzen, dass sie A, entweder alles kaputt machen oder die Einheiten, die landen, alles kaputt machen. Ihr seht's, die bringen ihm sozusagen nichts, weil sie abstürzen. Bringen ihm eigentlich ja nichts, aber sie stürzen halt ab und machen halt alles kaputt. Da war es halt jetzt blöd, damit sie alle vor der Brücke noch abgestürzt sind. Aber er kann natürlich auch hier gewartet haben, bis der da oben ist, dass er ihn von zwei Seiten angreift. Währenddessen werden da hinten ein paar optimierte Jagdflieger rumgeschickt. Ich weiß auch nicht wieso. Wahrscheinlich hatten sie noch ein bisschen Angst vor feindlichen Bombern oder so. Ja, hier mit den Elite-Einheiten, ja, haben sie noch ein paar Admins kaputt gemacht. Aber ich denke, das war eigentlich jetzt nicht so notwendig, aber pff, können wir mal machen, weil das, was die da Pershings hatten, ja, dann hier noch mit Düsenbombern alles kaputt machen, was halt noch rumsteht. Jetzt sollte der da unten auch endlich mal angreifen. Guckt euch das mal an, das ist ja heftig. Ja, ihr seht's. Da ist, ja. Das ist vierfache Geschwindigkeit, selbst auf normaler Geschwindigkeit ist das heftig. Seht euch das rein. Sie meinen ja nur. Ja, der Gegner ist umzingelt, sage ich mal, und ich glaube, jetzt kapituliert er auch demnächst, sobald die Armee hier kaputt ist. Weil er kann ja nichts mehr tun, weil die kriegen hier wahrscheinlich pro Sekunde 2000 Dollar. Und die haben ihm alles kaputt geschossen. Dazu ist er in zwei, drei Fronten verwickelt. Die könnten von hier oben kommen, von hier greifen sie an und von da greifen sie an. Und von hier vier sogar. Dann auch noch die japanischen Monsterpanzer, die sind sowieso richtig böse. Weil ihr seht's, ja, sind wirklich sehr böse. Ja, hier kriegt er ein bisschen aufs Maul, allerdings juckt das die, glaub, herzlich wenig. Ja, was haben sie das nicht getan? Naja, auf jeden Fall, da oben ist noch eine kleine Armee, gucken wir uns das mal an. Die besteht hauptsächlich aus Panzer und Zerstörer, was auch irgendwie logisch ist. Das wäre auch das Einzige, was ich bauen würde, ich mach ein bisschen höhere Geschwindigkeit. Ja, auf jeden Fall, der Gegner hat die kapituliert. Schade, das hätte noch einen schönen Endkampf geben können. Auf jeden Fall, der Pascal hieß er, glaube, dem ich zugeguckt habe, der hat einen Fragrate von 2,5. Ich glaube, es interessiert euch jetzt herzlich wenig. Gehen wir auf den Überblick. Ne, gehen wir gleich zu den Verlusten. Verluste hatte der Gegner 38.000. 38.000, wer Roof spielt, weiß, wie viel das ist. Auf jeden Fall bei Frags hatten sie 16.000, 13.000. Ja, das geht einigermaßen. Plus die Einkünfte, die sind krass. 45.000, 41.000. Jetzt der, wo vorher kapituliert hat, 700. Also, ich meine, ich habe teilweise ein Einkommen von 2.000, 3.000. Also, schon ziemlich heftig. Und ja, ich hoffe, dass das Video euch jetzt gefallen hat. Und es tut mir leid, wenn ich an manchen Stellen nicht gewusst habe, was ich sagen soll, weil es war halt nicht meine Schlacht. Und dann weiß ich ja nicht, was die sich dabei gedacht haben. Weswegen das jetzt etwas schwieriger für mich war. Aber ich denke, das machen wir auch ein paar Mal. Dann hast du mal darin geübt und dann wird es auch besser. Ich hoffe natürlich, dass die Schlacht euch trotzdem gefallen hat. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao, Leute.